Hallo und herzlich willkommen zu Dänemark, Hygge und Meer. Ich habe mir wieder erstmal eine schöne Tasse Kaffee gemacht. Und dann habe ich heute ein Thema für euch mitgebracht, über das wir reden wollen. Ein Thema aus dem Bereich Camping und Vanlife. Es geht ums Campen, Parken, Abstellen und auch um Campingplätze, Stellplätze, Parkplätze, um das Freistehen und auch um das Wildcampen. Ich will das Begriffswirrwarr einfach mal für euch entwirren und auf das eine oder andere Missverständnis eingehen. Fangen wir zunächst mal mit der Definition der drei wichtigen Begriffe Campen, Parken und Abstellen an. Was bedeuten diese Begriffe und viel wichtiger, worin unterscheiden sie sich? Allen dreien ist schließlich gemeinsam, dass ein bewohnbares Fahrzeug, also ein Campervan, ein Wohnmobil oder auch ein Wohnwagen mit Zugfahrzeug, irgendwo hingestellt wird. Unter Campen verstehen wir, dass das Wohnmobil auf eine dafür vorgesehene Fläche gestellt wird und dann nicht nur im, sondern vor allem auch um das Fahrzeug gewohnt wird. Mit anderen Worten, du fährst die Markise aus, du stellst deinen Tisch und deine Stühle, vielleicht einen Liegestuhl oder eine Sonnenliege vor das Fahrzeug, du baust vielleicht eine kleine Außenküche auf oder eine Feuerstelle, du nimmst vielleicht die Fahrräder vom Fahrradträger und stellst sie einsatzbereit neben das Wohnmobil. Beim Camping findet also beim gutem Wetter das Leben nicht nur im, sondern vor allem um das Fahrzeug herum im Freien statt. Daher bedeutet Camping auch sehr oft, dass du länger auf diesem Platz stehst als nur eine Nacht, denn sonst würde sich ja schließlich der Aufwand nicht lohnen, sich dort so häuslich einzurichten. Wir kommen auf das Thema Camping später nochmal zurück. Dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar zum Thema Parken. Parken bedeutet, dass das Wohnmobil eher kurzfristig irgendwo abgestellt wird. Entweder nur für ein paar Stunden oder vielleicht für eine Nacht. Was beim Parken im Auto passiert, ist dabei irrelevant. Du darfst also im Auto kochen, duschen, schlafen, eben wohnen. Aber im Gegensatz zum Campen findet außerhalb des Fahrzeuges nichts statt. Sprich Markise, Tische, Stühle und so weiter bleiben drin. Auch auf das Thema Parken und Parkplatz gehen wir gleich nochmal etwas ausführlicher ein. Bleibt zum Schluss noch der Begriff Abstellen. Was bedeutet Abstellen? Hier geht es darum, ein Fahrzeug länger oder langfristig abzustellen. Nehmen wir einmal an, du hast ein Wohnmobil, das du nur im Frühjahr und im Sommer benutzt und vielleicht sogar über Herbst und Winter abmeldest oder mit einem Saisonkennzeichen ausgestattet hast. Dann muss das über diesen längeren Zeitraum irgendwo abgestellt werden. Im Fahrzeug findet dann nichts mehr in Sachen Aufenthalt oder Wohnen statt. Die Schwierigkeit dabei ist, dass das langfristige Abstellen im öffentlichen Verkehrsraum im Prinzip nirgendwo gestattet ist. Erst recht nicht, wenn das Fahrzeug zeitweise abgemeldet ist oder eben, wie schon erwähnt, Saisonkennzeichen hat und dann außerhalb dieser Saison irgendwo steht. Stellst du das Fahrzeug also mehrere Wochen oder gar Monate auf einen öffentlichen Parkplatz, gibt es schnell Stress mit deinen Nachbarn und Ärger mit der zuständigen Behörde. Zum Abstellen brauchst du in der Regel also einen privaten Stellplatz, auf dem du das Fahrzeug dann eben längerfristig abstellen kannst. Okay, damit haben wir diese drei Grundbegriffe, glaube ich, ausreichend erklärt. Kommen wir zum zweiten Abschnitt dieses Videos. Kommen wir zu Campingplätzen, Stellplätzen, Parkplätzen, kommen wir zum Freistehen und zum Wildcampen. Da ich bislang keine Camping- und Stellplätze in Deutschland kenne, beruhen meine Schilderungen hier vor allem auf meinen Erfahrungen, die ich in Dänemark gemacht habe, beispielsweise auf meinem Roadtrip jetzt im Mai. Ein Campingplatz ist ein größeres und nicht selten umfriedetes oder eingezäuntes Gelände mit Stellflächen für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte. Es ist eine vollständige Serviceinfrastruktur vorhanden. Das beginnt bei einem Stromanschluss am Stellplatz,
geht über die Wasserversorgung und die Einrichtung zum Entsorgen von Grauwasser und Schwarzwasser oder zum Entleeren des Chemiefäkalienbehälters von deiner Chemietoilette. Dann gehören ausreichend Toiletten und Duschen auf dem Platz dazu. In der Regel sind auch Waschmaschine und Trockner vorhanden, damit du als Camper deine Wäsche versorgen kannst. Weiterhin gibt es Küchen oder zumindest Spülküchen, in denen du dann eben kochen oder wenigstens dein Geschirr und dein Besteck waschen kannst. Damit nicht genug, denn die meisten Campingplätze sind auch sehr umfangreich ausgestattet mit Einrichtungen im Bereich von Wellness und Freizeit. In Dänemark haben viele Campingplätze wirklich tolle Kinderspielbereiche mit Schaukeln, Rutschen, Hüpfkissen und vielem, vielem mehr. Oft findest du auf dem Gelände einen Swimmingpool und vielleicht auch Whirlpools. Dazu kommen oft eine oder gar mehrere Saunas. In einem Kiosk bekommst du alles für den täglichen Bedarf und das eine oder andere Campingzubehör. Viele dänische Campingplätze bieten auch kleine Ferienhütten zum Mieten an für Reisende ohne eine eigene rollende Wohnung oder ohne ein Zelt. Richtig große Campingplätze haben zudem oft auch ein Restaurant oder einen richtigen Supermarkt auf dem Gelände. Bei manchen Plätzen kommen Sportangebote dazu, wie beispielsweise Kajakfahren, Stand-up-Paddling, Minigolf oder sogar ein ausgewachsener Golfplatz und anderes mehr. Also du siehst, auf den Campingplätzen wird wirklich viel geboten. Deshalb sind Campingplätze beliebte Urlaubsorte, die oft angefahren werden, um dort länger zu bleiben. Gerade Wohnwagenurlauber steuern einen schönen Campingplatz an, bleiben dann dort mehrere Tage oder für die Dauer des ganzen Urlaubs. Es wird sich vor Ort erholt und entspannt. Vielleicht erkundet man die Region mit dem Auto, während dann der Wohnwagen natürlich auf dem Platz stehen bleibt. Also, Campingplätze bieten schon wirklich viel. Der Stellplatz ist vor allem bei Besitzern von Wohnmobilen und Campervans sehr beliebt. Ein Stellplatz ist gewissermaßen ein stark abgespeckter Campingplatz. Es wird in der Regel nur die Basisinfrastruktur geboten. Das kann mal nur ein Stromanschluss sein, Wasserversorgung und eventuell eine Entsorgungsstation. Aber oft genug gibt es auch Toiletten und Duschen. In Dänemark findest du solche Stellplätze unter anderem oft an Yachthäfen und in Marinas. Da kannst du dann die Duschen und Toiletten, die für die Bootsbesitzer gedacht sind, mitbenutzen und eventuell auch Waschmaschine und Trockner. In diesen Marinas sind die Stellflächen für Wohnmobile oft die Winterabstellplätze für Boote. Im Winter stehen auf diesen Flächen die Boote, aber im Sommer liegen die ja im Wasser. Und weil diese Flächen dann an Land in der Saison eben frei sind, werden sie eben an Camper vermietet. Eine schlaue Sache, wie ich finde. Die Stellplätze sind in der Regel groß genug für Wohnmobil und Campervan, aber manchmal zu klein für ein langes Wohnwagengespann. Das heißt also, wenn du mit einem langen Wohnwagengespann dahin wollen würdest, solltest du dich vorher erkundigen. Diese Stellplätze sind gut und günstig, wenn man ein oder zwei Tage dort bleiben will. Auch hier darfst du campen, also die Markise ausfahren, Tische und Stühle aufstellen, draußen kochen und essen und eben auch im Freien wohnen. Oft genug ist alles Wichtige von Einkaufsmöglichkeiten bis hin zu Sehenswürdigkeiten in der Nähe zu finden. In Dänemark habe ich jetzt im Mai zum einen in der Egor Marina nördlich von Aarhus und dann in der Grena Marina Djursland in Grena auf solchen Stellplätzen in einer Marina gestanden und mich dort sehr wohl gefühlt. Zudem sind die Stellplatzpreise dort meist recht günstig. So. Dann kommen wir zum Thema Parkplatz. Ein Parkplatz ist vor allem genau das, ein Platz zum Parken, also zum kurzfristigen Abstellen eines Fahrzeuges. Wie schon beschrieben, darfst du dich dabei im Fahrzeug aufhalten und darin auch übernachten. Aber das typische Campen geht eben nicht. Sobald du die Markise ausrollst, Tisch und Stühle aufstellst, hat das nichts mehr mit Parken zu tun und kann dann eben wegen Missbrauchs des Parkplatzes teuer werden. Das kann ein Bußgeld kosten. Das solltest du also immer bedenken. Wenn der Parkplatz sonst keine ausgeschilderten Einschränkungen hat, dann darfst du auf diesem über Nacht stehen und im Wagen natürlich auch übernachten. Das Grundprinzip dabei ist, dass der Fahrer sich vor der Weiterfahrt ausruhen und erholen darf, um seine Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Also typischerweise das, was ein LKW-Fahrer macht,
Wenn er am Ende des Tages beim Erreichen seiner maximalen Tageslenkzeit einen Parkplatz ansteuert und in seinem LKW in der Koje übernachtet, um dann am nächsten Tag weiterzufahren. Aber in der Regel gilt das Übernachten nur für eine Nacht und du wirst wahrscheinlich auch kaum mehrere Tage auf einem schnöden Parkplatz stehen wollen, wo du ja zudem auch nicht campen darfst. Einschränkungen kann es geben, mal in der Gestalt einer maximalen Parkdauer. Wenn du beispielsweise maximal 5 Stunden auf einem Parkplatz stehen darfst, wird es nichts mit der Übernachtung. Oder es sind per Beschilderung bestimmte Fahrzeugtypen, wie eben beispielsweise Wohnmobile, oder auch Dinge wie das Übernachten verboten. Wenig Spaß macht das Übernachten außerdem auch, wenn der Parkplatz vielleicht an einer Autobahn oder einer stark genutzten Durchgangsstraße liegt und es nachts eben nicht ruhig ist. Zudem sind manche Parkplätze kostenpflichtig. Immerhin gibt es auf größeren Parkplätzen oft Toiletten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dänische Parkplätze und deren Toiletten gerade an der Autobahn und an Landstraßen meist alle in wirklich tadellosem, einwandfreiem Zustand sind und dort vor allem die Nutzung der Toiletten grundsätzlich kostenlos ist. Die Parkplätze an den deutschen Autobahnen sind da eher ein Trauerspiel. Fast immer tappst du bei den Toiletten in die Sunny-Fair-Falle und musst für 1 Euro dann so ein Klomärkchen ziehen. Und dann findest du manchmal trotzdem eine dreckige Toilette vor. Dieses Märkchen löst du dann in dem angegliederten Shop ein, indem du dir beispielsweise einen unverschämt überteuerten Kaffee kaufst, damit du den 50 Cent Wertbon nicht verschenkst. Damit haben wir mit Campingplatz, Stellplatz, Parkplatz zunächst einmal die offiziellen und explizit eingerichteten Stellmöglichkeiten abgearbeitet. Kommen wir nun noch zu den Themen Freistehen und Wildcampen. Die beiden Begriffe überschneiden sich und werden heute von vielen quasi gleichbedeutend verstanden. Früher bedeutete Wildcampen, dass man sein Zelt irgendwo in der freien Natur aufstellt und dort eben kampiert und übernachtet. Freistehen bedeutet das Gleiche, nur eben für Wohnmobil und Wohnwagen. Also auch hier stellt man sich mit seinem Wohnmobil einfach irgendwo mitten frei in die Natur und kampiert dann eben dort. Wie schon gesagt, heute werden beide Begriffe synonym verwendet. Daher möchte ich für Wohnmobile folgende ergänzende Definitionen vorschlagen. Also, freistehen bedeutet, man stellt sein Wohnmobil irgendwo in die freie Natur und wohnt dann aber wie beim Parken im Auto, ohne zu campen. Also ohne die Markise auszufahren, Tische und Stühle rauszustellen oder im Freien zu kochen. Genau das wäre nämlich dann das Campen bzw. Wildcampen. Dabei stehst du mit deinem Wohnmobil irgendwo in der Natur, baust um das Auto herum deine ganzen Outdoor-Möbel auf, machst ein Feuer oder kochst draußen auf einem Gaskocher. Das also wäre dann das Wildcampen. Spannend ist hier vor allem die Frage, ob und wie das Freistehen und das Wildcampen erlaubt ist. Auch hier geistern einige Halbwahrheiten umher. Die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Deutschland. Freistehen und Wildcampen ist in Deutschland nicht erlaubt. Es wird zwar immer wieder mal behauptet, dass es geduldet würde, wenn man sich anständig verhält. Aber verlass dich nicht drauf. Die Bußgelder für einfaches Wildcampen können rasch bei 100 Euro landen. Und wenn du wild und ohne Genehmigung in einem Naturschutzgebiet bzw. Landschaftsschutzgebiet zeltest, oder mit dem Wohnmobil stehst und dann auch noch ein Lagerfeuer anzündest, dann kann dich dieser Spaß ganz schnell bis zu 5.000 Euro Strafe kosten. Also, denk dran. Kommen wir zu Dänemark. In Dänemark, es wird immer wieder behauptet und man liest auch überall, dass überall in Skandinavien das Wildcampen und das Freistehen problemlos erlaubt und möglich sei. Nein, das stimmt nicht. In Dänemark ist das Wildcampen und das Freistehen offiziell zunächst eben nicht erlaubt. Es gibt allerdings Wälder und Gebiete, in denen du meist ausgeschilderte Naturlagerplätze in der Wildnis findest, auf denen du mit dem Zelt campen darfst und zwar in der Regel für eine Nacht. Zugelassen sind maximal 2 Zelte und 6 Personen, aber Campervan, Wohnmobil und Wohnwagen sind nicht gestattet. Auch hier wird oft von geduldet oder Grauzone gemunkelt, aber auch darauf solltest du dich nicht verlassen.
Wildcampen und Freistehen wird in Dänemark mit Bußgeldern von umgerechnet 5 bis 500 Euro geahndet. Vor allem in touristischen Gebieten oder an Stränden oder in Strandnähe wird dieses Verbot in Dänemark auch sehr streng gehandhabt und vor allem auch unerbittlich durchgesetzt. Kommen wir zu Schweden, Norwegen und Finnland. In diesen drei Ländern ist aufgrund des sogenannten Jedermannsrechts das Wildcampen zunächst einmal grundsätzlich gestattet. Wobei hier von Alters her das Zelten vorgesehen ist. Das heißt also, das Jedermannsrecht gilt nur für nicht motorisierte Reisende. Mit anderen Worten, mit Campervan, Wohnmobil und Wohnwagen darfst du in der Regel auch hier nicht in der freien Natur stehen. Einschränkungen beim Wildcamping bestehen beispielsweise in Landschaftsschutzgebieten oder auch in Nationalparks. Also immer vorher erkundigen, als nachher Ärger kriegen. Ganz, ganz wichtig. Leider wird dieses Jedermannsrecht in den skandinavischen Ländern heute oft als universell gültig propagiert und sozusagen auch als Freibrief missverstanden, um alles zu tun, was auch immer man will. Da wird dann das rollende Apartment irgendwo in die Botanik gerammt und dann fröhlich drauf losgekämpft. Und dann wundert man sich, wenn ein Ranger oder Polizist kommt, einen zur sofortigen Weiterfahrt auffordert und vorher noch ein sattes Bußgeld kassiert. Deshalb mein Tipp: informieren statt blamieren. Alles was du wissen musst, findest du heute natürlich im Internet. Das Wissen ist da, du musst es dir nur eben aneignen. Es gibt auch andere Länder wie die Niederlande, wo das Wildcampen und Freistehen komplett streng verboten ist und wo dieses Verbot sogar auch auf Privatgrundstücken gilt. Also, immer vorher informieren, wie es in dem Land, in das du fahren willst, geregelt ist. Kommen wir zum Schluss noch zu einer Empfehlung von mir. Egal, wo du stehst oder campst, ob auf offiziellen Camping- oder Stellplätzen oder in der freien Natur, es gilt überall das Gleiche. Benimm dich nicht wie ein egoistischer Drecksack. Immer wieder liest man von schönen und beliebten Stellplätzen, die leider für immer geschlossen werden, weil sich Camper benehmen wie die sprichwörtliche Axt im Walde. Dreck und Müll werden hinterlassen, weitere Nebenwirkungen sind Sachbeschädigungen oder auch unsoziales, egoistisches Verhalten wie Partylärm und überlaute Musik. Es wird Feuer gemacht und danach nicht aufgeräumt und so weiter und so fort. Traurig, aber leider kommt das vor. Deshalb folgende vier Tipps quasi als eine Art Ehrenkodex für Camper, der in Skandinavien und in vielen anderen Ländern auch mit Don't Disturb, Don't Destroy, also nicht stören und nicht zerstören, auf den Punkt gebracht wird. Ich habe das jetzt mal ein kleines bisschen für euch zusammengefasst. Erstens, verlasse einen Platz mindestens so sauber, wie du ihn vorgefunden hast und gerne auch sauberer. Nimm also auch anderen Müll mit, den andere dort hinterlassen haben. Wenn du in der Natur aufs Klo gehst, nimm einen Klappspaten und verbuddel dein Geschäft, und zwar ohne Klopapier. Dann nichts vor Ort verändern oder gar beschädigen. Einen Baum fällen, um Feuerholz zu haben, ist nicht nur absolut asozial, sondern auch nutzlos, weil das feuchte Holz sowieso nur schlecht brennt. Kurz, verschwinde wieder, ohne Spuren zu hinterlassen. Kommen wir zu zweitens. Kein Krawall. Auf Campingplätzen und Stellplätzen ist Lärm und laute Musik unerwünscht. Du möchtest nicht die Schlagerhitparade aus dem Nachbarfahrzeug hören und der Nachbar steht dafür vielleicht nicht so sehr auf Gangster-Rapper, so wie du es tust. Oft wird auf Campingplätzen solch unsoziales Verhalten gewissermaßen vom Kollektiv geregelt. Wenn da einer über die Stränge schlägt, gibt es halt Ärger und Stress. Aber auch die freie Natur ist keine alternative Partyzone, in der man sich nach Herzenslust beschallen darf. Hirsch und Hase finden Hardrock in voller Lautstärke sicherlich nicht so toll. Kurz, sei weder verhaltensauffällig noch eine unerträgliche Lärmquelle. Kommen wir zu drittens. Ein gemütliches Lagerfeuer ist was Schönes. Aber Nachbarn, die im dicken Qualm husten oder ein Waldbrand, sind alles andere als schön und gemütlich. Daher benutze deinen Verstand statt Benzin für ein Campingfeuer.
Eine gute, stabile Feuerschale schont den Boden am Platz und senkt das Brandrisiko in der freien Natur. Kerzen brennen auch schön, vor allem aber sicherer, wenn sie in einem schicken Glas stehen. Kurz, sei kein Feuerteufel. Und dann kommen wir schließlich zu viertens. Sei zu anderen Campern und anderen Menschen nett, freundlich und sei hilfsbereit. Dann sind die anderen auch genauso nett, freundlich und hilfsbereit zu dir. Es gibt die alte Weisheit, wie man in den Wald hineinruft, den Rest kennst du. Wenn du dich benimmst wie ein Idiot, dann wirst du auch wie ein solcher behandelt. Ist so. Kurz, sei ein guter und netter Mensch und kein Idiot. Das waren also meine vier Tipps, damit man eben auf Campingplätzen und Freistehplätzen gut zusammenleben kann. So, und damit will ich für heute dann auch Schluss machen. Hast du Anmerkungen, Fragen oder Tipps? Dann ab damit in die Kommentare unter dem Video. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, das Video likest oder auch gerne teilst. Also dann, wie sehe ich's?